Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, weiter geht's mit viertens den Extrempunkten. Die entsprechenden Ansätze für die Extrempunkte sind ja f' von x gleich 0 und f2' von x ungleich 0. Ja, und ich habe hier gerade schon mal die erste Ableitung und die zweite Ableitung übertragen. Die haben wir ja in dem vorigen Kapitel entsprechend bestimmt. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Berechnung. Also der Ansatz lautet f' von x gleich 0. Wir sollen uns die erste Ableitung nehmen und gleich 0 setzen. Ja, und hier sehen wir das auch schon. Wir haben die erste Ableitung gleich 0 gesetzt. Und wie knacken wir jetzt solch einen Ausdruck wieder idealerweise? Mit dem Satz, ein Produkt ergibt 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. So, ich unterstreiche gerade nochmal die beiden Faktoren. Und dann nehmen wir uns die Faktoren nacheinander und setzen die entsprechend gleich 0. So, der erste Faktor ist e hoch minus x. Und den setzen wir gleich 0. Da haben wir ja schon des Öfteren gesehen, e hoch was auch immer kann niemals 0 sein. Also an diese Gleichung können wir einen Blitz dran machen. Die wird uns keine Lösung liefern. So, die andere Gleichung nehmen wir uns auch und setzen die gleich 0. Minus 5x Quadrat plus 10x plus 1 ist gleich 0. Ja, und jetzt sehen wir hier einen Ausdruck, den wir eher schon kennen. Den können wir nämlich mit PQ-Formel lösen. Also hier PQ-Formel, da wir nicht einfach nach x auflösen können, da wir zwei x haben, einmal x² und einmal x. Wegen dem plus 1 da hinten dran können wir auch nicht ausklammern. Also ist es PQ-Formel und PQ-Formel passt hier auch gerade, weil wir ein x² haben, ein x und eine Zahl dahinter. So, die genaue Berechnung, die genaue Ausführung von der PQ-Formel spare ich mir jetzt hier, aber die Lösung gebe ich euch. Sie lautet nämlich x1 ist gleich minus 0,1 und x2 ist gleich 2,1. Ja, und die Lösungen, die wir jetzt hier erhalten haben, das sind ja unsere potenzielle Extremstellen. Stellen, da momentan nur die x-Werte bekannt sind. Extremstellen, da wir ja bei der Extrempunktberechnung sind. Und potenziell, da wir momentan nur gezeigt haben, dass diese beiden Zahlen die erste Ableitung zu 0 machen. Damit es wirklich Extremstellen sind, muss allerdings noch gelten, dass diese Zahlen die zweite Ableitung ungleich 0 werden lassen. Und das werden wir jetzt hier entsprechend auch zeigen. Wir nehmen uns also den x-Wert minus 0,1, setzen den hier in die zweite Ableitung ein. Ich diktiere gerade nochmal die zweite Ableitung. E hoch minus x mal in Klammern 5x² minus 20x plus 9. Und wir bilden, wie gesagt, f2' von minus 0,1 bedeutet minus 0,1 in diese zweite Ableitung einsetzen. Und genau das gleiche machen wir mit dem anderen Wert 2,1. Wir bilden also f2' von 2,1. So, die Ergebnisse könnt ihr selber auch mal in einer eigenen Rechnung bestätigen. Wenn man auf jeden Fall minus 0,1 in die zweite Ableitung einsetzt, erhaltet ihr 12,2. Und wenn ihr 2,1 in die zweite Ableitung einsetzt, erhaltet ihr minus 1,34. So, schön ist schon mal, dass beide Ergebnisse ungleich 0 sind. Deswegen wird jetzt in dem Moment aus den potenziellen Extremstellen tatsächliche Extremstellen. Und wir können noch mehr sehen. 12,2 ist größer 0. Daraus folgt, dass hieraus ein Tiefpunkt entstehen wird, während minus 1,34 kleiner 0 ist. Und daraus können wir interpretieren, dass daraus ein Hochpunkt entstehen wird. Ja, und von dem Hochpunkt, von dem Tiefpunkt fehlt uns jetzt natürlich noch der y-Wert.
Und den y-Wert erhalten wir, indem wir die x-Werte in die Originalfunktion einsetzen, also hier oben. Wir müssen also noch berechnen f von minus 0,1 und f von 2,1, sprich die minus 0,1 und die 2,1 in die Originalfunktion eingesetzt. Und als Ergebnis erhalten wir dann minus 1,05 bzw. 2,6. Unsere beiden Extrempunkte, nämlich mit den Koordinaten einmal für den Tiefpunkt, minus 0,1 Stab minus 1,05 und für den Hochpunkt 2,1 Stab 2,6. Nochmal, indem wir die erste Ableitung gleich 0 gesetzt haben, haben wir zwei x-Werte rausbekommen, nämlich unsere potenziellen Extremstellen. Die haben wir zur Überprüfung in die zweite Ableitung eingesetzt, haben da jeweils gesehen, okay, es kommt ein Wert ungleich 0 raus. Des Weiteren können wir hier sehen, ob es sich um einen Tiefpunkt bzw. Hochpunkt handelt. Und am Schluss müssen wir noch die x-Werte von den Extrempunkten einsetzen in die Originalfunktion, um die y-Werte entsprechend zu berechnen. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.